FF24.news. Frankfurt aktuell. Steigendes oder Hochwasser. Die Menschen, die in der Nähe zum Fluss leben, kennen die Vor- und Nachteile des nassen Gefährten. So ist das Leben am Wasser einerseits schön und kann richtig idyllisch sein, doch ist die Natur auch eine unberechenbare Gewalt. Das wohl schlimmste Erlebnis in der Region war das Hochwasser von 1997. Ganze Siedlungen mussten geopfert werden, Menschen verloren ihr Zuhause. Ein Schaden von 330 Millionen Euro wurde in Deutschland beziffert. Aktuell geht das Wasser in der Oder wieder hoch. Das wohl bekannteste Pegelhäuschen Deutschlands befindet sich an der Oder-Neiße-Mündung. Das Pegelhäuschen zeigte noch am 15. Oktober einen Wasserstand von ca. 3,25 Meter, nur 10 Tage später eine Oder mit einem 5-Meter-Pegel. Seit sich 1997 hier täglich die Weltpresse in Radstorf eingefunden hat, um über jeden Zentimeter steigendes Wasser zu berichten, kommen hier immer regelmäßig bei gutem Wetter und steigender Oder Touristen vorbei. Hier befinden sich gleich mehrere kleine Gaststätten. In der urigen Kneipe Oderblick ist Andreas Kurze Inhaber und für ihn sind diese Tage wie heute Gold wert. Er weiß genau, warum die Touristen kommen. Das liegt am Wasser, die alle gucken. Alle gucken, wie hoch es kommt noch. Doch im Jahr 2020 ist für Gastronomen allein durch Corona schon ein wirtschaftlicher Einbruch zu spüren. Den Oderblick trifft nun aber auch noch die afrikanische Schweinepest. Der Oder-Neiße-Radweg, der Touristen entlang des Flusses mit dem Rad führen soll, ist nun aber teils gesperrt. Das Einzige ist eben, dass er jetzt gesperrt ist, dass die Radtouristen nicht drüber fahren dürfen. Also jetzt hier den Zaun bauen oder irgendwas, ich weiß es nicht. Schuld an der Sperrung für Radfahrer ist tatsächlich die afrikanische Schweinepest. Der Landkreis Oder-Spree sperrte Anfang Oktober mit sofortiger Wirkung den Deichverteidigungsweg. Das betrifft die gesamte Ziltendorfer Niederung und insbesondere die Trasse des Oder-Neiße-Radwegs. Das behindert nun den Tourismus und schmälert zusätzlich zu Corona das Portemonnaie des Wirtes. Da hilft der traumhafte Blick und die wenigen Tage des Hochwassertourismus nur geringfügig. Zumindest über das Hochwasser selbst machen sich die Anwohner hier keine Gedanken. Die haben ganz gut aufgerüstet. Auch bei uns in Guben ist das diese Mauer, die sie in der Stadt gemacht haben, nicht? Die sie dem zumachen können. Ich denke, ist besser geworden. Nach dem 97 Hochwasser wurden sämtliche Dämme erhöht, verstärkt und werden seitdem regelmäßig begangen und kontrolliert. Die Region hat gelernt. Auch wenn der Pegel derzeit steigt, sind die 5 Meter noch etwa 2 Meter unterhalb des Höchststandes von 97. Und auch wenn dieser irgendwann mal wieder erreicht werden sollte, so wurden die Dämme genau darauf vorbereitet. FF24.news, Frankfurt aktuell.